Ich habe spontan meinen Plan geändert, meine Tourenplanung, meine Streckenplanung und habe mich entschieden, noch einen Tag in Aosta zu bleiben. Da bin ich gestern lang gekommen und das Wetter war ziemlich gewittrig, Schauerwetter, schwül, warm und es hat übergebrummelt und ich dachte, die Stadt ist so malerisch gelegen, der gebe ich noch eine zweite Chance, die soll sich mal gerne bei Sonnenschein präsentieren. Und ja, so ist es, heute scheint die Sonne und ich bin jetzt hier mal auf einen Berg gefahren, Pila heißt der. Hier oben ist mächtig was los, also an Infrastruktur, an Leuten noch gar nicht so viel. Ein großer Skizirkus, ein Mountainbike-Paradies mit Trails, Kinderspielplätze, Wohnmobilstellplatz, also wirklich gut gelöst. Und hier hat man so einen perfekten, traumhaften Blick auf die 4000er, den ich in meinem Leben noch nie so gehabt habe. Hier Gletscher im Westen, dann ganz klar und ganz toll zu sehen der Mont Blanc von der Südostseite. Und hier unten liegt Aosta, bewacht von auch einem von den Grand Combin. Da bin ich gestern runtergekommen, da geht es zum großen St. Bernard. Und dort am Horizont sehr klar zu erkennen, rechts die Monte Rosa Gruppe, Duferspitze und etwas weiter links das Matterhorn. Also nicht von Zermatt aus gesehen, sondern von der anderen Richtung. Toll. Also Aosta liegt wunderschön gelegen, so an zwei Passstraßen an der Kreuzung. Eine alte römische Siedlung, Municipio sozusagen. Das sieht man auch noch an der Stadtanlage und das werde ich mir gleich auch mal anschauen. Ich glaube, da ist eine Menge zu sehen an römischen, an mittelalterlichen Gebäuden, an Kultur und Natur. Traumhaft. Und hier unterhalb liegt die Stadt Aosta. Ohne großen Bausünden, muss man sagen, wenn man vielleicht von der Autobahn absieht. Die fügt sich sehr harmonisch, finde ich, so in diese Bergwelt ein. Das Aostatal ist flächen- und bevölkerungsmäßig ja die kleinste Region in Italien. Sie ist ja eine autonome Region und so wird in einer munteren Zweisprachigkeit auch hier Italienisch und Französisch gesprochen. Und ich finde, die Stadt und das ganze Tal sind auch eine so ganz bezaubernde Mischung aus Italien, Frankreich und irgendwie auch aus der Schweiz. Ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht. Die Stadt ist hier im Wesentlichen römischen Ursprungs. Unter Kaiser Augustus entstand hier eine römische Kolonie Augusta Praetoria. Sie lag bzw. liegt immer noch an einer wichtigen Alpenstraße, nämlich die von Mailand über den kleinen St. Bernard Pass nach Lyon. Und später, nach der Öffnung des großen St. Bernard Passes ins Wallis, den ich gestern runtergekommen bin, lag der Ort direkt an der Kreuzung der beiden Passstraßen. Dadurch nahm er in seiner Bedeutung natürlich noch zu. Und aufgrund der römischen Vergangenheit gibt es hier wirklich einige gut erhaltene römische Monumente zu entdecken. Zum Beispiel die römische Stadtmauer, von der große Teile und Türme heute noch stehen. Sie hatte ja auf allen vier Seiten je ein Tor. Davon ist diese Porta Praetoria auf der Ostseite noch beeindruckend gut erhalten. Und diese Porta Praetoria war das Haupttor, ist eigentlich sogar ein Doppeltor. Und nicht weit davon entfernt steht das beeindruckende römische Theater. Davon ist die über 20 Meter hohe Bühnenwand noch erhalten geblieben, auch wie man sieht, Teile des Forums und der Kryptoportikus, ein unterirdisch gelegener Gewölbegang. Und ganz in der Nähe der Porta Praetoria steht der Augustusbogen, also so ein Triumphbogen zu Ehren des Kaisers Augustus, nachdem sein römischer Feldherr den einheimischen keltischen Stamm besiegt hatte. Und wiederum ganz in der Nähe steht die Bogenbrücke Pont de Pierre, die früher hier über einen kleinen Fluss führte, der aber dann später seinen Lauf verändert hat. Deshalb steht die Brücke heute jetzt eher etwas unmotiviert da und die heutige Brücke über den Fluss ist an anderer Stelle zu finden. Und dann gibt es noch die Kathedrale von Aosta. Sie steht im Zentrum der Stadt und hat so einen ganz wilden Mix aus Gotik und Renaissance. Und davor steht noch so ein klassizistischer Vorbau mit einem beeindruckenden Tor. Ob dieser aber jetzt stilistisch zur restlichen Kathedrale richtig passt, darüber kann man streiten. Also ich finde, die Stadt ist wirklich hübsch und lädt zu einem Schlendern ein. Alles ist fußläufig gut erreichbar.
Ich konnte mein Fahrrad also getrost stehen lassen. Eine regelmäßige rechteckige Anlage der Straßen. Ich nehme an, der Grundriss stammt irgendwie noch aus römischer Zeit und dazwischen so kleine Gassen. Es sind schon recht viele Touristen unterwegs, aber als überlaufen empfinde ich das jetzt nicht. Bei so einem Bummel kann man viele kleine, nette, amüsante Details entdecken. Und dieses Tal hoch geht es dann morgen zum kleinen St. Bernard, Col du Petit Saint Bernard, Richtung Frankreich.